Hallo YouTube und willkommen zu einem hoffentlich kurzen Technik-Faultier-Video. Heute dreht sich einmal alles um Apple Arcade, Apples eigenen Spiele-Abo-Flatrate-Dienst. Den hatte Apple Anfang des Jahres vorgestellt. Seit einigen Wochen ist Arcade jetzt verfügbar. Ich habe mich direkt draufgestürzt, habe meinen kostenlosen Probemonat gestartet und hab's dann, und jetzt bitte ein bisschen Mitleid, in den letzten Tagen echt rauf und runter gespielt. Denn das Faultier war in den letzten Wochen ein bisschen kränklich, lag etliche Tage im Bett. Und dann liegt man natürlich da, guckt ein bisschen Fernsehen, spielt am Handy rum, greift zum iPad und dann fällt mir auf, oh, jetzt könnte ich doch mal richtig Arcade zocken. Das habe ich dann auch gemacht, habe mich auf etliche Titel gestürzt, habe mir vieles angeguckt, habe vieles auch direkt wieder verworfen, habe eine kleine Liste mit Spielen, die ich wirklich empfehlen kann. Und das passt jetzt einfach, weil auch die Tage die Meldung kam, Apple Arcade jetzt mit 100 Spielen. Und Apple bewirbt diesen Dienst ja wirklich krass. Nummer 1 bekam ich schon mehrere Push-Nachrichten, ne? Wenn neue Spiele verfügbar waren. Dann mit iOS 13 hat sich ja der App Store ein bisschen neu designt. Unten haben wir 5 Reiter, eins davon ist Suchen und eins davon ist wirklich Arcade. Ich habe hier nur noch eine Heute-Übersicht, Spiele, Apps und Arcade. Also die bewerben ihren Spiele-Flatrate-Dienst wirklich prominent. So, ich habe schon gesagt, Spiele-Flatrate kostet 5 Euro im Monat und dann kannst du da so viel zocken, wie du willst. Hat den Vorteil, keine Werbung, es sind keine In-App-Käufe mehr dabei, du brauchst keine, was weiß ich, Booster-Packs, Munition, was auch immer kaufen, um schneller durch ein Spiel zu kommen. Das fällt damit alles weg. Weil ist ja auch logisch, du zahlst, hast ja diesen Abo-Dienst. Dem Moment, wo man das Abo nicht mehr zahlt, kann man natürlich auch nicht mehr zocken. Weiterer Vorteil von diesem Modell ist, ich kann die Spiele auch komplett offline zocken. Was mir wieder gefällt, Faultier geht demnächst wieder auf Reisen und hat sich jetzt schon einige Spiele runtergeladen, die es dann gerne weiter zocken möchte. Und wer jetzt sagt, ja, ich habe aber, kann ich das auch auf Nicht-Apple-Gerät spielen? Nein, ne, es ist wieder so iOS-Geräte, iPhones, iPad, Apple TV und... Habe ich erst spät gemerkt, man kann auch auf dem Mac zocken. Und in der Regel soll das auch nahtlos funktionieren, ne? Wie wir das zum Beispiel von der Nintendo Switch kommen. Man zockt unterwegs auf dem iPad, auf dem iPhone, kommt nach Hause, zockt zu Hause auf dem iPad weiter oder vielleicht auf dem großen Apple TV. Klappt mal noch nicht. Da sind so ein paar Sachen, aber dazu kommen wir gleich noch. Aber große Gummipunkte, iOS 13, yeah. Viele oder eigentlich alle Spiele konnte man auch mit dem Controller zocken. Und das ist was, je nach Spiel, viele haben es, eine richtig schöne Touch-Steuerung. Einige sind aber mit dem Controller echt besser. Also wenn man dann noch einen schönen Bluetooth-Controller hat. Ich weiß, viele halten jetzt einen PlayStation-Controller rüber, aber der Xbox-Controller sagt mir da ein bisschen mehr zu vom Gefühl in der Hand. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Was habe ich jetzt mit Apple Arcade für Erfahrungen gemacht? Damit wir direkt mal das hier weg haben. Was ich nicht verstehe. Oceanhorn 2. Richtig schöner, ich will nicht AAA-Titel sagen, aber das sieht schön aus, das erinnert an Link, ne, an Zelda, an ne, in die Richtung. Also der Vergleich ist klar, das bietet sich natürlich an. Und da verstehe ich nicht, warum Apple das nicht als großen Titel aufgezogen hat, um damit dann die Leute hinzukriegen. Ne? Früher gab es, wie hießen diese Schwertkampfdinger nochmal, Infinity Blade-Dinger. Ne? Damit standen sie auf der Bühne. Als sie Arcade vorgestellt haben, hatten sie 3 Spiele, so ein Frogger-Spiel. Was echt okay ist zum Zocken. Und 2 andere Spiele, das mit diesem Schwertdings, wo du nur links und rechts hüpfst. Also, keine Ahnung, warum sie das gemacht haben und halt nicht mit so einem großen Titel. Ich kann mir vorstellen, weil Apple preist das ja auch an. Sie arbeiten mit Spieleherstellern zusammen, auch mit kleinen unabhängigen Studios. Apple nimmt selber Geld in die Hand, um die da zu unterstützen. Ne, dass die dann vielleicht sagen wollen, wir werben, natürlich gibt es auch große Spiele. Ne? Ich habe ein Sonic-Spiel drauf, ich habe ein Lego-Spiel drauf. Pac-Man ist da auch noch drauf zu haben. Also viele große Namen und auch viele große Entwicklerstudios. Und dann habe ich hier durchaus große Titel. Aber wahrscheinlich spielt es Apple eher nach vorne, um halt auch für kleinere, unabhängige Entwickler attraktiv zu sein. Denn, das ist nämlich noch eine andere schöne Sache. Die müssen sich nämlich entscheiden, wo sie mit ihrem Spiel landen wollen. Guckt man nämlich rein, findet man die Arcade-Spiele nur in Arcade und dann halt nicht im normalen App Store. Und Spiele im normalen App Store findet man nicht in Arcade. Das ist hier also eine Entweder-Oder-Entscheidung. Und wer jetzt irgendwie bei Arcade drin ist, und dann kann ich noch beim Google Play Store findet man die dann gar nicht. Es gibt das Einzige, wo man anscheinend einige Titel findet, ist halt, einige Titel gibt es zum Beispiel auf der Nintendo Switch oder aber bei Steam.
Ne? Da ist dann wohl möglich, die Titel mehrmals zu haben, aber ich sag mal so, in der Tablet-Smartphone-Sparte muss man sich dann für Apple Arcade entscheiden und dann ist man da drin. Und das Zweite, was ich auch nicht weiß, ist, findet man auch nirgendwo ein Wort zu, wie die Entwickler vergütet werden. Ne? Müssen die Leute die Spiele lange, also nach Spielzeit, müssen die dann lange spielen oder müssen die die Spiele möglichst regelmäßig aufrufen oder ne, ob die jetzt nach Aufrufen bezahlt werden oder auf Spieldauer oder ob es ein Mix daraus ist, gibt es keine Informationen. Aber ich kann mir halt wirklich vorstellen, Apple hat das kleiner aufgezogen und nicht mit den großen fetten Titeln, um gerade die kleinen Entwickler daran zu karren, um zu sagen, um jetzt sagen zu können, ich meine, das hatten wir schon lange nicht mehr, dass Apple mit der, sagen wir, Anzahl von Apps wirbt. Das waren die Anfänge, wer sich zurückerinnert. Ne? Erst iPhone 3G, App Store, ne? Als es dann so kam. Die ersten, immer die Keynotes, wie viele Apps sie hier haben, wie viele Entwickler sie haben. Hat man in den letzten Jahren nichts mehr von gehört, die Zeiten waren vorbei und jetzt, hey, wir haben 100 Spiele in dem Ding. Die, ne? Da versuchen sie es jetzt wieder aufzubauen. Und wie gesagt, ich glaube, das kann was werden. Also, Oceanhorn 2 wollte ich nur loswerden. Space Assault finde ich ein nahtloses Ballerspiel mit einer vernünftigen Touchsteuerung, wobei ich mich da mit jemandem streite, der sagt, nee, Controller gefällt ihm besser. Tangle Tower. Es war so ein Spiel, es ist ein Adventure-Spiel. Schöne Story. Tangle Tower, wirklich sowas. Ich habe null erwartet und das ist die beste Herangehensweise an diesen, wo ich dann sagen muss, doch unübersichtlichen Arcade-Store. Ne, man sieht nicht irgendwie Hitlisten, Charts, wie viele Leute haben was geliked oder ne, man sieht halt keine Ranglisten oder sowas, sondern es ist halt einfach grob in Kategorien unterteilt. Strategiespiele, Rollenspiele, Familienspiele und sowas. Dann muss man sich da selber durchklicken. Ne? Na klar, wenn ich dann auf eine Bewertung, auf ein Spiel gehe, ne, dann sehe ich auch, welche Sprachen, bla bla bla. Ach ja, Sprachen ist auch nur so eine Sache. Viele Titel haben nur englisches Audio, aber halt deutsche Übersetzungen bei Texten habe ich überall gefunden. Und Musik, vor allem viele sind gerade von der Musik besser gemacht als von der Grafik an vielen Stellen. Naja, auf jeden Fall. Und dann sehe ich halt in den einzelnen Titeln, sehe ich dann erst die Rating, Bewertung oder sowas. Also, dass sie da nicht noch eine Übersichtsseite machen, aber wahrscheinlich mit so wenigen Dingern wollen die da noch nicht, lohnt sich dann vielleicht ein Rating mit 6 Spielen oder sowas. Also, Tangle Tower, auf wirklich gute Empfehlung. Dann, worauf man immer wieder stürzen wird oder was man in allen Hitlisten liest und dieses Erlebnis werdet ihr haben. Wär's, oder vielleicht kannst du ja eine oder andere bestätigen oder wenn jemand andere Titel hat. Ich habe zwar inzwischen bestimmt 75% durch, beziehungsweise mal ein paar, mindestens so 10, 15 Minuten angezockt pro Spiel. Ne, der Rest werde ich mir, bei 100 geht das ja noch. Und wenn man dann krank im Bett liegt, dann arbeitet man sich da mehr oder minder mal motiviert durch. Aber was man immer wieder liest, ist Cricket Through the Ages und What's a Golf? What's a Golf? What's a Golf verstehe ich ja noch. Wobei ich den Sinn dahinter nicht erblicke. Ne, jedes Mal passiert irgendwas anderes. Das ist irgendwie nicht mein Spiel. Es ist zwar hier und da, denke ich mir, wie bescheuert, aber ja. Aber Cricket Through the Ages. Ich habe stundenlang gezockt. Ich habe bis jetzt immer noch nicht verstanden, wie man es bedient. Ich drückte einfach nur drauf und das ist so hirnverbrannt, aber man zockt es dann doch immer weiter. Und das ist es. Man hat Spiele, die startet man, findet es doof, schmeißt runter, geht zum nächsten. Ich empfehle ja sowas immer, man kann ja immer mal auf dem falschen Fuß gestartet sein. Ne? Starten, ausprobieren, ist nicht, schließen und dann für den nächsten oder den übernächsten oder nochmal dann auf irgendwann nochmal probieren. Vielleicht hat man dann einen besseren Tag oder einen besseren Zugang. Und manchmal denkt man, Tangle Tower ist es mitten in der Nacht, man will gar nicht mehr und dann suchtet man da trotz Krankheit da noch weiter rum und ist echt hin und weg. Und da gibt es noch ein paar andere schöne Sachen, über die man dann da so noch stolpern kann. So, kommen wir zum Preis. Ein Monat gratis. Und ich denke mir, das ist das Beste, was Apple gerade machen kann. Ne, viele werden wahrscheinlich sagen, ach, mit dieser begrenzten Auswahl dafür jetzt schon zu zahlen. Naja, gut, dafür ist es monatlich kündbar. Also 5 Euro im Monat, 60 Euro im Jahr. Es wird so langsam. Natürlich, also dieser kostenlose Monat, einfach ausprobieren. Oh, dabei muss man ja sagen, ich bin ja zwar nicht Zielgruppe, aber das ist ja für den Familienaccount. Ne? Und das ist halt, Papa, da hat man seine Kinder da und bevor man da, immer die Anfragen als Familienaccount-Mensch kriegt, so ob man irgendwelche In-App-Käufe tätigen darf oder irgendwo wieder Taschengeld hinterlegen muss oder sowas, dass man dann sagt, hey, für 5 Euro im Monat, Kiddies, ihr dürft einfach nur noch die Arcade-Spiele zocken, ne? Und da könnt ihr mir nicht auf irgendwelche Werbung klicken und dann irgendwo sonst wen kommen, ist eigentlich ein guter Ansatz von Apple. Bei anderen Spielen habe ich es auch gesehen. Welches war das denn jetzt nochmal?
Das gab es auch, boah, ich glaube, für 15er gab es das halt bei Switch, meine ich. Und dann recht denkt man sich dann auch, naja, für 15 Euro, das sind wieder 3 Monate, kann ich ein Vierteljahr Apple Arcade zocken, wo ich dieses Spiel habe. Nichtsdestotrotz, in dem Moment, wo ich aufhöre, dafür das Abo zu zahlen, kann ich die Spiele auch nicht mehr zocken. Denn auch wenn man es offline zocken muss, irgendwann will das Spiel dann doch nochmal oder Apple nochmal eine Abfrage haben. Ne? Ist denn da noch, wird denn noch für das Abo bezahlt? So, und dann, aber, um da jetzt den Bogen zu finden, ich war am Anfang sehr skeptisch. Ich kann mir aber vorstellen, je nachdem, wie erfolgreich das wird, wie viele Leute jetzt diesen kostenlosen Probemonat starten und dann nicht, ich will nicht sagen, vergessen zu kündigen, aber dann einfach ne, da hängen bleiben und weiterzahlen und sagen, ja, mache ich erstmal. Und was weiß ich, für Apple dann auf dem, gib dem mal ein halbes Jahr, dann haben wir wieder im WWDC, also nächste Entwicklerkonferenz, und dann steht Apple da und haut vielleicht Zahlen raus und dann haben die da 10, 15, 20 Millionen zahlende Abonnenten und dann lohnt sich das. Gut, es hängt natürlich da immer ab, wie viel Geld für die Entwickler dabei rumspringt, wie viel Geld Apple da auch wieder in die Hand nimmt, ne? Wie viel weitere Entwickler da sich dafür entscheiden, für dieses exklusive Vertriebsmodell, weil es ist ja Arcade or nothing. Halt, es sei denn, ich habe Titel, die dann auch bei Steam und sonst was laufen können. Und wer weiß, wie groß das dann wächst. Aber so skeptisch ich am Anfang war mit dieser Strategie und vor allem mit den gezeigten Titeln, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man dann sich dann ein bisschen mit zockt oder sowas, ich kann mir das richtig vorstellen, dass das richtig abgeht. Und vor allem glaube ich ja nach wie vor daran, dass Apple irgendwann hingeht und Apple News, Apple Arcade, also Apple Spiele-Dienst, dann Apple TV Plus, Apple Music, dass die das einfach bündeln und was weiß ich, für 20, 25, vielleicht noch 30 €, je nachdem, für einen kompletten Familienverbund so ein Sorglos-Abo rausmachen und das da einfach mit reinbündeln. Und dann muss man sich da keine Gedanken mehr machen, ne, und hat dann einmal alles zu lesen, zum Gucken, zum Hören und zum Zocken drin. Ich glaube, das kann was werden. So, und deswegen, jetzt mit 100 Spielen. Das heißt nichts zu heißen, aber es sind ein paar schöne dabei. Und letzter Tipp, was man leider immer noch nicht online zocken kann. Also ich dachte, Pac-Man Party Royale, wenn man, sagen wir mal, ab 3 Leuten, man kann es zu viert spielen. Das ist so ein Party-Zuhause-Spiel, auch vom Apple TV oder so, ne? Pac-Man, jeder ist sein eigener Pac-Man, ne? Vor den Geistern wegrennen. Man kann einfach ausprobieren. Pac-Man Party Royale. Wenn man zum Geist wird, kann man übrigens auch wieder zurück, wenn man einen von den anderen dann wieder frisst. Und vor allem Party Royale, die Karte wird immer kleiner. Und am Ende bleibt einer übrig und wer dreimal gewonnen hat, ist dann der König. Und das ist so ein schönes Partyspiel. Also Pac-Man Party Royale mit den richtig, also wenn man es mit seinen Freunden in Runde zockt, richtig geil. Leider nicht online gegen Fremde zockbar. Aber wer weiß, was ist noch. Also es ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, da ist noch viel Potenzial. So, das soll es einfach nur gewesen sein. Einfach mal so ein kurzes Video über Apple Arcade, was es ist und was es in meinen Augen irgend bestimmt noch sein kann. Und dass ich positiv überrascht gewesen bin. Und deswegen auch so als Tipp, wer gerade krank ist oder wer jetzt demnächst nochmal Urlaub hat. Oder über die Weihnachtstage oder zwischen den Weihnachtstagen, wer da Zeit hat und so, hebt euch dafür ruhig euren Probemonat auf, wenn ihr einfach wisst, ich habe eine Woche frei, bin eine Woche krank oder sowas. Und dann nehmt es und zockt's mal durch. Vor allem als mich. Jemand, der viel zu wenig zum Zocken kommt, der eigentlich immer dann da hängt und dann doch mal abends wieder irgendeine Netflix, eine Amazon Prime oder eine Apple TV Plus Serie inzwischen anfängt zu gucken und da sitzt und guckt und eigentlich gar nicht mehr zockt. Und ja, die Hardcore-Zocker, ne, die lachen sich jetzt einen ab, so nach dem Motto, ich brauche eine Maus und Tastatur und lachen ja schon über die Consoleros, ne, und dann alle verbünden sich gegen die, die auf Touchscreens zocken. Nein, auch sowas kann Zocken sein und gönnt es den Leuten doch einfach, wo sie drauf zocken möchten. Hauptsache, sie zocken. So, das soll es jetzt gewesen sein. Macht es gut und wer Tipps hat, gerne her damit. Tschüss.